Hallo. Heute Morgen gab es schon große Aufregung. Es ist heute Samstag und ich wusste, dass von der Ivana ein Paket kommt. Sie hat mir auch eine Sendungsverfolgungsnummer gegeben und da habe ich gestern Mittag habe ich mal geguckt, wo das Paket steckt. Und laut der Sendungsverfolgungsnummer wurde das Paket gestern um 2:33 Uhr zugestellt. Um die Zeit war ich nicht zu Hause. Da war ich noch auf der Arbeit. Und in den detaillierten Empfängerinformationen stand drin, dass dieses Paket an eine Frau Müller gehen sollte als Empfänger. Und dass die Frau Müller auch das Paket angenommen hat. So, der Witz ist jetzt, ich heiße ja nicht Müller. Ich hatte das Paket auch nicht. Bei uns im Haus gibt es auch gar keine Frau Müller. Und als ich heimkam, habe ich natürlich keine Benachrichtigung in meinem Briefkasten gehabt, wo denn mein Paket abgegeben wurde. So, jetzt habe ich mich dann halt erstmal mit der Ivana kurz schließen wollen. Habe gedacht, naja, vielleicht hat die mehrere Pakete abgegeben und hat die Zettel vertauscht oder so. Das haben wir dann gestern Abend geklärt, dass dem halt nicht der Fall ist. Also habe ich heute Morgen die DHL-Hotline angerufen. So, und der Knaller war, dass die mir genau das Gleiche erzählt haben, was natürlich auch bei der Sendungsverfolgung stand. Und dann habe ich der gesagt, nein, Empfänger ist nicht Müller, Empfänger ist Eitelmann und im Haus gibt es keine Frau Müller. Dann hat die geguckt und hat gesagt, dann hat der Absender die Adresse falsch geschrieben, es wurde abgegeben bei Hausnummer 7. Nur 7, nicht 7 bis 9. Ja, es gibt hier in der Straße keine Hausnummer 7, es gibt nur 7 bis 9. Und dann hat die da wurde die richtig unfreundlich und sagt, ja, so ist unsere Bearbeitung, ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen. Ich sag, ja, es kann aber nicht sein, dass ich jetzt mein Paket nachlaufen muss, wenn ihr zu blöd seid, die Post richtig zuzustellen. Ich wurde dann halt auch ein bisschen sauer, weil es ist ja nicht das erste Mal in den letzten 2 bis 4 Wochen, dass meine Post bei den Nachbarn landet oder sonst wo landet. Und ja, dann hieß es halt, ja, ich soll im Nachbarshaus gucken und wenn da keine Frau Müller wohnt, dann müsste der Absender einen Nachforschungsantrag stellen. Und dann habe ich ihn noch ein bisschen angepflaumt und habe, meint, die Frau kann ja nichts dafür, aber sie kann was dafür, dass sie unfreundlich zu mir ist. Und habe ihr dann einen schönen Tag gewünscht und habe aufgelegt, also mitten im Satz, während sie noch am Sprechen war. Es war mir dann aber gerade egal. Und dann bin ich hier raus und habe erstmal bei mir im Haus nachgefragt, so die direkten Nachbarn, ob die was für mich angenommen haben. Und habe auch da nochmal gefragt, es gibt doch hier keine Frau Müller, oder? Kann ja sein, dass ich irgendwas nicht mitgekriegt habe, weil gegenüber zieht auch jemand Neues ein, wo ich den Namen noch nicht kenne. Ja, und habe dann auch unten nochmal die Nachbarin gefragt, die oft meine Sachen annimmt. Und die wusste auch von nichts. Und dann bin ich halt mal hier in die Nachbarschaft, habe die Nachbarshäuser, eine Klingelschilder geguckt. Natürlich gibt es da keinen Müller. War ja irgendwie klar. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war es nicht 7 bis 9, sondern 79. Da habe ich nochmal hier Google Maps geguckt. Nein, es gibt keine Hausnummer 79 in der Straße. Und ah ja, was ich dann vergessen habe zu erzählen, DHL behauptet, dass der Absender die Adresse falsch eingetragen hätte. Hätte halt nur 7 geschrieben und nicht 7 bis 9. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Die hat mir schon öfter was geschickt. Die hat hundertprozentig, hat sie 7 bis 9 geschrieben. Jedenfalls. Es ist ja wurscht, als ich dann von meinem kleinen Ausflug zurückkam, war dann die Nachbarin von unten, kam sie mir entgegen mit dem Karton. Und dann habe ich gesagt, ja, wo war denn das jetzt? Und dann sagt sie, ja,
Hausmeister jetzt angenommen. Und der Name, der klingt halt so ähnlich wie Müller. Finde ich ja ganz toll, wenn man dann einen Namen reinschreibt, der halt so ähnlich klingt oder so ähnlich aussieht. Ich weiß ja nicht, auf welcher Grundlage die da jetzt den Namen da eingetragen haben. Jedenfalls ist es allerhand, dass mein Paket eben woanders liegt und es heißt, es liegt bei Müller und es gibt hier keinen Müller und mir DHL dann sagt, der Absender hätte die Adresse falsch geschrieben und es wäre in Haus Nummer 7, die es in dieser Straße gar nicht gibt. Naja, wie dem auch sei, das Paket ist angekommen. Ich werde es jetzt gleich auspacken. Und ich werde aber diesmal nicht das Auspacken mitfilmen, weil meine Kamera nämlich noch im Bastelzimmer steht, wo ich das Tutorial für das Herbstalbum angefangen habe. Und ich will die da jetzt nicht wegräumen, weil ich bin da mitten im Projekt. Deswegen werde ich nur kleine Ausschnitte jetzt hier mit dem Handy filmen. Was ich noch erzählen wollte, ich war gestern Abend in Mannheim im Luisenpark. Da war so eine Comedy-Veranstaltung. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch schon. Witz vom Olli, der ist ja in den letzten Wochen so ziemlich durch alle Radios gegangen und bekannt geworden durch YouTube und Facebook. Der Mann erzählt Witze im Auto. Also er filmt sich im Handy, erzählt jeden Tag einen Witz. Und das Schöne ist, dass nicht der Witz das Lustige ist, sondern die Art, wie er das erzählt. Er hat so eine unglaublich positive Art an sich. Und der muss ja schon lachen, bevor der Witz überhaupt zu Ende ist. Und das ist so sympathisch. Und als ich mitgekriegt habe vor ein paar Wochen, dass der in Mannheim auftritt, live, habe ich direkt einen Kumpel gefragt, so, ey, wollen wir da hingehen? Karte hat irgendwas um die 20 Euro gekostet und diese 20 Euro, die waren dermaßen gut investiert. Also wir haben uns wirklich göttlich amüsiert. Also wenn ihr den Olli noch nicht kennt, unbedingt mal googeln nach Witz vom Olli. Es ist fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich war letzte Woche. War das letzte Woche oder war es schon vorletzte Woche? Jetzt muss ich gerade meinen Kalender gucken. Letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag. Hat in Lampertheim ein Action aufgemacht. Hat mich ja wahnsinnig gefreut. Ich wusste das ja gar nicht. Das wäre voll an mir vorbeigegangen, wenn das Tienchen mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Die wohnt ja nicht so arg weit weg von mir. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, wenn du es noch nicht mitgekriegt hast, dann mach ein Action auf. Ja, große Freude. Ich natürlich am Donnerstag früh gleich dahin gefahren, ordentlich eingekauft. Und als ich wieder daheim bin, gucke ich so aufs Handy. Dann hat sie mir geschrieben, ich habe Leonie vom Action gesehen. Da muss ich ja sehr drüber lachen. Und dann habe ich zu Ock geschrieben, ach, du warst auch schon da. Schade, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir in der Nähe mal einen Kaffee trinken gehen können. Ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, Tina, dass du auch schon früh morgens dahin kommst. Ich hätte ja morgens gar nicht hinfahren können. Ich war ja krankgeschrieben die Woche und habe quasi einen Abstecher gemacht, nachdem ich nochmal beim Arzt war, der auch dort in der Nähe ist. Und dann lag das quasi für mich auf dem Weg und deswegen war ich früh morgens da. Hätte ich arbeiten müssen, hätte ich gar nicht so früh hinfahren können. Und ich habe angenommen, dass du auch irgendwie arbeiten bist oder so. Ich bin einfach davon ausgegangen, du bist berufstätig. Und deswegen habe ich auch gar nicht erst gefragt. Also bei der Idee auf dem Kaffeetreffen hatte ich schon vorher, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass du an dem Donnerstag auch schon da bist. Jedenfalls habe ich ordentlich eingekauft. Ich glaube, ich habe gute 60 Euro dort gelassen. Und ich habe das gefilmt. Also ich habe ein Haul-Video gemacht und habe aber auf meiner Speicherkarte so ein Platzproblem gekriegt. Also ich habe nebenbei noch an einem Halloween-Album gearbeitet, das werde ich auch euch demnächst filmen.
Und ich habe halt auch gefilmt, wie ich es gemacht habe und will daraus ein Making-of machen. Und weil das so lange gedauert hat, ich habe also über mehrere Tage an diesem Album gearbeitet und ja, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal die Speicherkarte leer machen müssen. Und ich habe mich scheinbar irgendwie verzettelt und habe versehentlich das Haul-Video, was ich gefilmt habe, wieder gelöscht in der Annahme, ich hätte es schon auf dem Computer übertragen. Tja, dumm gelaufen. Das nächste Mal dann wieder. So, ja, also wie gesagt, ich habe ein Halloween-Album gemacht, gefilmt. Habe ich das schon? Muss ich die Videos noch schneiden? Das Making-of muss ich schneiden. Dann habe ich einen Nachteulchen-Banner gebastelt. Da gibt es Fotos auf Facebook und Instagram. Ich zeige euch auch demnächst ein kurzes Video drüber, wenn ich mal wieder meinen Basteltisch filme. Wie gesagt, ich arbeite momentan an dem Tutorial für das Herbst-Mini, was ich gemacht habe. Also das wird dann eher so, also ich mache das nicht 1:1 nochmal. Also ich arbeite dann halt mit anderem Papier, aber der Grundaufbau davon ist derselbe. Dann habe ich die letzten Tage wieder ein paar Rosen gemacht. Da habt ihr auch Bilder auf Instagram und Facebook gesehen. Und ich wollte nochmal sagen, vom 3.11. bis 6.11. ist in Frankfurt die Kreativmesse. Ich werde dort sein. Ich habe auf meiner Facebook-Seite schon gesagt, ich bin entweder Freitag oder Samstag da, voraussichtlich. Und wer Lust hat, also wer auch dort ist und Lust hat auf einen kurzen Kaffee oder so, der kann sich aber mal bei mir melden. Würde mich freuen, euch mal persönlich kennenzulernen. Ich habe mir jetzt den Freitag Urlaub genommen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich Freitag schon hinfahre. Normalerweise fahre ich immer samstags, da ist halt unglaublich viel los. Ich glaube, ich fahre freitags mal. Es kann sein, dass ich auch samstags nochmal hinfahre. Das kommt halt drauf an, wie gut ich Freitag durchkomme. Lilia räumt mir gerade einen Küchentisch ab. Ja, also, aber wahrscheinlich bin ich eher Freitag dort. Falls mal was dazwischen kommt an dem Freitag, auch eher Samstag. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich freitags da bin. Was gibt's noch? Ich habe bei Bespoke Design bestellt, Washi Tape, die haben momentan wieder Sale. Ich wollte schon x-mal dort bestellen und habe immer wieder den Warenkorb leer gemacht und habe gesagt, okay, Versand ist mir zu teuer, kommt mir alles zu teuer. Aber ich habe jetzt doch endlich mal bestellt. Dürfte nächste Woche irgendwann kommen, das zeige ich euch dann. Weil ich da bis dahin auch mit dem Album fertig sein müsste, weil wir haben jetzt Wochenende. Es ist nicht so tolles Wetter. Da werde ich wahrscheinlich wieder viel Zeit im Bastelzimmer verbringen. Ja, und jetzt packe ich aber erstmal das Paket von der Ivana aus. Das zeige ich euch auch gleich mal, wie das aussieht. Die ist ja wieder total verrückt. Guckt euch das mal an. Die hat mir hier wieder so einen riesen Karton geschickt. Ich habe das jetzt nur so halb im Bild, weil ich die Adresse nicht zeigen will. Räume ich das mal hier so auf. Also, der ist fast so groß wie mein Tisch hier. Und ich habe das jetzt schon mal aufgemacht und der erste Blick da rein, huch, da fällt mir fast das Handy aus der Hand. So schöne Sachen, so schönes Papier, so liebevoll eingepackt. Es ist unglaublich, wie viel Mühe die sich immer macht und wie viel sie mir immer schickt.
Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Vielen, vielen Dank, Ivana, aber du sollst mir doch nicht immer so viel schicken. Also ich packe das jetzt alles mal aus. Ich werde euch immer mal so zwischendrin ein paar Fotos machen. Wie gesagt, ich will jetzt die andere Kamera hinten nicht abbauen. Ich habe jetzt hier noch meine Spiegelreflexkamera liegen, aber ich habe kein zweites Stativ. Deswegen mache ich das dieses Mal ein bisschen anders. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich war am Donnerstag beim Augenarzt und habe dann Pupillenerweiterungen gemacht gekriegt. Und das ist dann halt da so, wenn die Pupille weit ist, darf man kein Auto fahren in der nächsten Zeit. Weil man sieht ja dann auch wesentlich schlechter. Und weil ich niemanden hatte, der mich fährt, habe ich mich dann halt nach dem Termin noch 2 Stunden in der Stadt rumgedrückt. Und dann war ich bei Nanunana. Und habe dort wieder Schnäppchen gemacht. Also zum einen habe ich hier diese kleinen Weihnachtsdeko-Dinger mitgenommen. 95 Cent. Finde ich jetzt nicht allzu günstig, aber mir haben die ganz gut gefallen. Hier habe ich noch ja, so Silber-Gold-Tönen. Und dann habe ich jetzt hier noch so weiße und silberne, die finde ich auch total cool. Und dann habe ich mir noch solche mitgenommen. Ich habe die haben mir mit diesen, die klaren mit den Schneeflocken, die haben mir am besten gefallen. Die haben gekostet 1,95, das sind 12 Stück drin. Und die habe ich mitgenommen, weil ich noch vom letzten Jahr vom Depot noch so ein Weidenkranz habe. Den wollte ich noch irgendwie verbasteln und da habe ich jetzt gedacht, da könnte ich die vielleicht gut dranhängen, weil die farblich gut dazu passen. Ja, und dann habe ich hier diese Radiergummis mitgenommen. Die hätten ursprünglich 1,50 kosten sollen, waren heute 10,95 Cent. Als ich die gesehen habe, musste ich direkt an eine Arbeitskollegin denken. Die werd ich da wahrscheinlich verschenken. Und dann habe ich noch hier diese Klammern gefunden. Die waren reduziert von 1,50 € auf 50 Cent. Und da habe ich alles mitgenommen, was noch da war. Da gab es halt diese Sterne und diese Pfeile und diese Blümchen. Das war, habe ich beim Teddy mitgenommen. Ansonsten habe ich mich zurückgehalten. Ich war noch im Kick, nee, nicht im Teddy, im Nanunana. Ich war noch im Kick, im Teddy, im Zeemann. Und habe noch so ein paar Klamottengeschäfte abgeklappert und habe sonst nichts gekauft. Außer das. Da bin ich echt stolz auf mich.